So, Choke ist zu Gast bei Vivaldi. Ja. Und wir sind gerade Backstage. Ja, bei der Vivaldi-Show, Backstage. Ja, du warst ja jetzt auch Anfang des Jahres mit Pfoten hoch on Tour. Ja, ich bin immer wieder auf Tour. Ich bin jetzt am April schon wieder auf Tour und im Mai und danach diesen ganzen Monaten, wie sie alle heißen. Erzähl mal, wer ist denn bei Tour on Tour alles mit dabei? Ja, ich. Und wer noch? Achso, ja, jede Menge. Also ich bin mit ungefähr 60 Kollegen unterwegs und wir improvisieren für die Menschen. Ich singe ein Lied für jemanden im Publikum, den ich noch nicht kenne. Das denke ich mir noch am Abend aus. Dann ist das alte Zirkusfett dabei und die Traudel und diverse Hamster, Ratten, sprechende Spaghetti-Teller und Mäuse. Sag mal, in Zimmerfrei bist du ja eigentlich zum Star geworden. Und du hast jetzt eine eigene Show, die Vivaldi-Show in der ARD. Ja, ja. Da gab es schon Ausstrahlungen und jetzt geht's wieder los im Mai. Ja, dann geht's im Mai wieder weiter. Mitte, Ende Mai sind wir wieder auf Sendung und es kommen tolle Leute. Thomas Hermanns kommt und Dave Davis und Mirja Bös und all die anderen lustigen Menschen. Ja, klar, du hast eine eigene Show. Wo fühlst du dich wohler? Bei Zimmerfrei oder in deiner eigenen Show? Ja, also sagen wir es mal so, bei Zimmerfrei darf ich wenigstens hinterm Sofa rumliegen und bei meiner eigenen muss ich am Schreibtisch sitzen. Das ist beides ganz nett, aber eigentlich ich mache das, wo man mich reinschubst. Ja. Ich mache ja auch hier mit. Jetzt mal eine Frage zu deinen Utensilien da in deiner Show. Die Kakerlaken, kommen die auch wieder im Mai in den neuen Folgen? Das weiß ich doch nicht. Wenn sie Zeit haben und noch nicht zertreten wurden, vielleicht. Okay. Also einen Kakerlak habe ich ja immer dabei. Also ich bin ja eigentlich hier, ich vermisse ja hier eigentlich, Backstage ist ja eigentlich hier immer dein Pferd. Das ist irgendwie... Ja, wahrscheinlich ist es gerade irgendwie kurz mal mit der Kutsche ums Haus. Vivaldi, dein Erfinder ist ja Martin Reinl, ne? Wie kommst du mit dem so klar als Chef? Ach ja, das geht schon. Das ist, man braucht immer jemanden, der einen irgendwie bei der Arbeit hochhebt. Sind das knallharte Verhandlungen da bei der ARD für deine Sendung? Bist du da dabei? Da halte ich mich ja völlig raus. Ich meine, wenn es nach mir ginge, ich würde ja für eine Dose Hundefutter arbeiten. Okay, erklär mir vielleicht mal nochmal, was passiert außer den Gästen, was passiert dann noch in deiner Sendung? Ja, das frage ich mich ehrlich auch. Also ich komme raus, erzähle ein paar lustige Sachen, dann kommen Gäste dazu, dann passieren noch lustige Sachen und dann irgendwann läuft der Abspann und dann ist die Sendung zu Ende. Ja. Sag mal, du hast das ist ein ganz neues Konzept. Da habe ich jahrelang dran getüftelt. Das nimmt mir auch keiner weg. Da habe ich ein Patent drauf.